Neulichen Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, B-Boying, Mischka-RPG und der Koali. Folge 9: DSA in Übersee. Heute mit Mischka und Juli Karls und als Gast Thorsten aus Übersee. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Neulich in Aventurien. Wir haben wieder einen neuen Teil für euch, heute mit dem Thema DSA in Übersee oder um genauer zu sein auf dem nordamerikanischen Kontinent. Außerdem heute mit dabei die Juli Karls. Hallihallo. Und als sogenannter Subject Matter Expert, nämlich jemanden, der in den USA wohnt, der gute Thorsten. Hallo. Ja, wir wollen heute drüber sprechen, wie wird DSA in USA gespielt? Wird es überhaupt gespielt? Wird es anders gespielt als in Deutschland? Jetzt einfach mal so zum Warmwerden würde ich mir als Frage vorstellen, wie läuft denn so ein typisch amerikanischer Spieleabend ab? Also wenn man jetzt mal von der Vor-Corona-Zeit ausgeht, ist das so ein typischer deutscher Spieleabend. Entweder man bestellt erst Pizza und sitzt dann zusammen, schnabuliert was und dann wird halt gewürfelt. Kann man das ungefähr vergleichen oder sieht das da ganz anders aus? Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es sieht sehr anders aus, weil die meisten dann doch nicht gerne bei jemandem privat zu Hause spielen, sondern die meisten Spielrunden finden dann tatsächlich bei dir im Hobbyladen statt. Die Hobbyläden sind hier Gott sei Dank. Platz ist etwas, was wir bei uns in der Regel keine Probleme mit haben, sind deutlich größer und da gibt es dann auch Tische, wo man spielen kann. Also meine Spielrunden finden ausschließlich bei uns im Hobbyladen statt. Wir hatten mal versucht, eine Runde bei jemandem zu Hause zu verlagern, aber das war dann, kennt man nicht und da möchte man dann auch nicht unbedingt hin und man möchte auch nicht unbedingt fremde Leute bei sich einladen nach Hause. Pizza wird dann auch natürlich auch dahin bestellt oder mitgebracht oder sonst was. Da glaube ich, ist kein Unterschied, aber wie gesagt, das Setting ist in der Regel, so wie ich es kennengelernt habe, dann mehr im Spielerladen. Das heißt, du musst dann auch eine Pizza an den Spielladenbesitzer abdrücken oder sind die da echt total gechillt und sagen, hey, nee? Das sind die in der Regel gechillt. Die haben meistens auch Vending Machines, ja, wo man Chips und Getränke und so, das macht man dann aus Höflichkeit, kauft man die dann natürlich da. Aber da sie nicht jetzt auch gleichzeitig noch Pizzabäcker sind, ja, aber finde ich gut, dass man, also zum einen, dass es so immer bereitgestellt wird. Klar gibt es ja auch diese Rollenspielläden in Deutschland, aber die sind, glaube ich, eher rarer als jetzt die klassische Spielegeschäfte, wo du halt Puzzle und sowas kaufst und dann hast du Glück, wenn da mal irgendwo eine Bank steht. So, genau. Zumindest von denen, die ich kenne. Oder also genau, stehen da einfach Bierzeltgarnituren oder machen die das richtig komfortabel mit Sessel und so weiter? Ja, also bessere Biertische. Mhm. Oh, schön. Und schon Stühle, ja. Okay. Also unser Laden hat jetzt gerade erst frische Tische und Stühle reingekriegt, kurz vor Weihnachten. Die sind jetzt nicht mehr Plastikstühle und Plastiktische, sondern jetzt richtige Holztische und schöne Stühle dazu. Werden natürlich auch benutzt für Gesellschaftsspiele, für Magic-Turniere und so weiter. Und wie gesagt, unser Laden ist richtig groß, kann einige hundert Leute können da gleichzeitig sich hinsetzen, ja. Was dann aber auch heißt, dass so diese typisch durchgezockte Nacht, die man noch aus der Jugend kennt oder das durchgezockte Wochenende, es so wirklich gar nicht gibt. Naja, der Laden hat bis Mitternacht, hat er dann am Wochenende schon auf. Okay, Respekt. Der Laden, wo ich das erste Mal, wo ich hier war, gespielt habe, da haben wir sogar bis nachts um drei gespielt, das war auch kein Problem. Ja. Kommt Leute auf die einer der Angestellten war bei uns, hat bei uns mitgespielt und der konnte den Laden schließen und dann war das kein Thema. Dann hat er gesagt, Tschüss. Kommt auf die Kooperation des Mitarbeiters an. Das ist natürlich super. Ja. Ja. Das ist der Punkt, wenn man sozusagen sein Hobby zum Beruf macht, ne? Ja. Dann ja, aber die Grenzen. Ja, aber Ladenschließzeiten von Mitternacht oder später sind ja auch nicht so ungewöhnlich hier bei uns. Ja, in den USA. Ja. Hier 18 Uhr Feierabend, das ist eine große Kette. Aha. Ja, so ist es, ja. Jetzt verstehe ich es auch mehr. Zum einen
warum das Online-Rollenspiel, mein gefühlt von mir, ob das jetzt so ist, weiß ich, das ist nur mein Bauchgefühl, wesentlich akzeptierter ist in den USA, im Generellen. Ja. Und warum das Bedürfnis nach diesem, wir sitzen aber alle an einem Tisch in so einem TV-Studio-mäßigen Online-Rollenspiel so gehypt ist in den USA. Ja. Ah, das ist also, spannend. Wir reden von Critical Role, ja. Nicht nur von Critical Role, da gibt es ja uralte Sachen von vorher. Ja. Ne? Aber ja, klar, die sind natürlich das Flaggschiff, das ist richtig, ja. Mhm. Ist aber auch in den USA natürlich das Rollenspiel insgesamt mehr aufgegriffen in Serien, durch Schauspieler gehypt, die sich zu bestimmten Rollenspielen bekennen. Oder in bestimmten Serien, wo dann plötzlich Rollenspiele, sage ich mal, ganze Folgen über Rollenspiele, ja, gedreht werden. Also ich glaube, das ist ein ganz anderer Zugang zum Rollenspiel an sich. Mhm. Als oder eine ganz andere Berühmtheit, Bekanntheitsgrad oder weiß ich nicht, Kommerzialisierung, würde ich jetzt nicht sogar sagen, als in Deutschland. Ja, in den letzten Jahren ist das definitiv aufgeblüht. Nicht nur durch Stranger Things natürlich, aber auch dann, wie gesagt, durch Critical Role hat durchaus Bekanntheit gemacht. Und die Schauspieler, die dann halt da entsprechend mitspielen. Will Wheaton. Ah ja, hier. Big Bang Theory hat natürlich da auch schon. Ja, hat da viel. Ich finde, sie haben es nicht sehr schön dargestellt, aber sie haben viel dafür gemacht. Aber immer noch besser als irgendwelche, wer in Deutschland noch den alten Film aus dem Anfang 2000er Schule kennt, wo sie im Zug saßen, am Anfang DSA beschrieben haben. Der schwarze Ritter, der mit seinem Zauberstab den Drachen töten will. Mhm. Toller Eindruck. Okay. Was ist denn in den USA so das typische Einstiegalter für Rollenspieler? Also ich weiß jetzt nicht 100%, wie es heute ist auf dem deutschen Markt. So, sagen wir mal, vor 20 Jahren war es klassisch irgendwie Jugendschule, irgendjemand hat gespielt, man macht damit. Ja, ich denke, dass das Einstiegsalter, ich glaube, das hat sich generell geändert. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Dass es in verschiedenen Altersstufen stattfindet, weil je nachdem, wie man Kontakt damit kommt. Wir haben in unseren Runden relativ junge Spieler, also so junges Teenageralter. Wir haben sogar einen dabei, der ist 9, der bei D&D, bei unserer D&D-Runde mitspielt. Natürlich sein Vater spielt auch mit, von daher war das dann einfacher reinzukommen. Aber die meisten sind so schon so um das Alter 13, 14, würde ich sagen, wo sie dann das Interesse haben, da einzusteigen. Also da, aber wir haben auch Erwachsene, die sagen, oh, ich habe das da gesehen und das ist interessant und ich würde mich dafür interessieren und dann kommen sie und dann spielen sie. Und wie gesagt, dadurch, dass das in einem Laden stattfindet, sehen sie es dann da, dass es gespielt wird und dann ist man offen und sagt, ja, dann komm, setz dich doch mit dazu. Und dann wird mitgespielt. Würde bedeuten, dass man in USA sozusagen mehr und öfter in so eine Art Convention-Con-Runden reinkommt, durch die offenen Läden wahrscheinlich. Bei uns ist es ja, da musst du schon auf eine Convention fahren, um dich rollenspielrundenmäßig irgendwo mal auszuprobieren, wo einfach größere Treffen stattfinden. Und selbst die, also habe ich so das Gefühl, ist schon so ein ganz kleiner Teil, der hier da reinkommt oder überhaupt hinfährt auf solche Conventions. Also ich war noch nie auf einer. Das ist für mich so das Nerdigste, was man machen könnte, glaube ich. Also auf jeden Fall erlebt es. Total cool, mega, aber also in den 90ern war es ja gehörte das ja dazu, auf Cons zu gehen, sonst warst du ja kein richtiger Spieler. Da war das ja guter Stil. Aber auf jeden Fall ist das einfacher. Ja, du kannst zu deinem örtlichen Laden gehen und ich denke, also ich habe mit den anderen Leuten, mit denen ich auch online spiele, egal ob die jetzt an der Westküste wohnen, im Norden oder im Süden oder in Kanada, in dem örtlichen Spieleladen, wenn man fragt, ja, dann wird man gesagt, ja, am Samstag oder Freitag oder Montag oder wann auch immer spielen die und die gerade das Spiel. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal vorbeischauen. Und natürlich hat man natürlich auch die Chance, wenn man da ist, weil man gerade, was weiß ich, Warhammer-Figuren oder Magic-Karten kaufen will und dann sieht man da, welche spielen, da kann es passieren, dass man dann da zufällig hängen bleibt und zuschaut und Lust drauf bekommt.
Und da sagt auch keiner, nein, du darfst nicht. Ja, das ist so schön. Das ist ja die gleiche Offenheit, also kenne ich bei uns nicht anders, dass er da sehr, sehr offen ist und genau. Eher zum Hobby einlädt. Ja. Wenn man da jetzt schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden spielenden Fraktionen, nenne ich jetzt mal, oder spielenden Ländern kennt, wo kann man denn so sagen, das wäre der typisch amerikanische Spieler, also wo unterscheiden sich deiner Meinung nach amerikanische und deutsche Spieler? Gehen amerikanische Spieler mehr ins Taktik oder Tabletop? Weil da kommt ja auch der Begriff Tabletop her, weil sie es wirklich mit einem Spielbrett gespielt haben, beziehungsweise die D&D-Regeln ja zum Beispiel eher spielplanbasiert sind als DSA-Regeln, auch wenn man jetzt mittlerweile Spielfiguren kaufen kann, für die das möchten. Oder sagst du, nee, die sind genauso divers wie in Deutschland auch, da gibt es keinen festen Spielertypen. Ich würde sagen, es gibt schon eine gewisse Diversität, aber durch den starken Marktanteil von D&D und vielleicht noch ein bisschen Pathfinder, dass tatsächlich Spiele sind, die ja auch wirklich auf die Taktikelemente basieren, würde ich sagen, ist das schon ein großer Teil, der erwartet wird, dass man diese Taktikkampfelemente, diese Taktikelemente hat, dass mit Karten gespielt wird. Ob es jetzt auch wenn man auch online spielt, dass man dann erwartet, dass man schon eine Karte hat, auf der man die Figuren dann bewegen kann. Selbst wenn es nicht im Kampf ist, dass man diesen visuellen Anhaltspunkt hat, ja. Ist bei komplexen Plätzen auch einfacher. Den Punkt gehe ich definitiv mit. Und ich denke, das ist schon gerade in Live-Runden, glaube ich, ganz groß. Der Centerpiece ist die Map und man hat seine Figur und das ist schon, denke ich, ein großer Teil davon. Also, aber es liegt vielleicht auch am System. Und da ist natürlich D&D hat eine Vormachtstellung halt. Denke ich. Amerika. Ursprünglich wurde DSA ja nur von Spitzspiele gegründet, um D&D Paroli zu bieten. Also, dass sie da eine Vormachtstellung haben, ist ganz klar. Und ich glaube, die Vormachtstellung von DSA in Deutschland bröckelt auch immer mehr. Aber wir wollen jetzt nicht spekulative Bereiche abdriften. Ja. Wenn man jetzt Wobei es interessant ist, wo wir bei dem Tabletop-Aspekt sind, ist ja für den amerikanischen Markt in englischer Ausgabe gibt es die Pappaufsteller à la Pathfinder, die du in diese Pathfinder Plastikaufsteller reinstecken kannst. Die gab es ganz kurz, glaube ich mal, für den deutschen Markt. Die sind dann rausgeflogen und dann wurden ja für DSA diese Chips erfunden mit Spielplänen. Und für den amerikanischen Markt ist es aber ganz klassisch mit Pappaufstellerfiguren geblieben. Also du kriegst für den amerikanischen Markt diese heraustrennbaren Pappaufstellerfiguren aus dem Regelwerk Kompendium und aus dem Kompendium, genau. Ja, ich glaube, die gibt es tatsächlich, ja, das ist richtig. Die kann man separat, glaube ich, kaufen. Genau, die sind auf Englisch rausgekommen und das fand ich schon damals, also als ich so ein bisschen mich beschäftigt habe mit was es so für DSA gibt und nicht, fand ich das halt sehr auffällig und interessant, dass es das für den englischen Markt gab, aber für den deutschen gar nicht mehr und man die gar nicht mehr so bekommen hat, außer als PDF-Variante zum selber ausschneiden, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt ein großer Abnehmer sind oder nicht. Aber ja, die gibt es, das ist richtig. Ich hab da nie weiter reingeschaut. Ich habe die auch nicht gekauft oder so. Aber ja, das stimmt, die gibt es. Würdest du dich denn als einen typischen D&D-amerikanischen Spieler bezeichnen? Oder wo deine Wurzeln herkommen, als eigentlich den deutschen oder europäischen DSA-Spieler, der das jetzt sozusagen in Amerika ein bisschen unterbringt, die weiß ich nicht, deutsche Spielkultur oder so? Ich weiß nicht, ob ich deutsche Spielkultur mitbringe, aber ich bin ich würde mich als Nicht-D&D-Spieler in erster Linie bezeichnen, weil mich das D&D-Spielsystem
Diese Single D20 und die sehr vielen Rassen und Klassen, die es da gibt, ein bisschen abschrecken und die für mich die für mich nicht besonders attraktiv sind. Von daher, ich probiere auch andere Systeme aus. Ich mag Cthulhu, wobei das vom regeltechnischen System auch etwas einfacher ist. Ich mag Legends of the Five Rings, spiele ich in der 4. Edition. Coriolis, um mal was in der Zukunft zu spielen. Conan, Shadowrun, ich bin ein ganz großer Shadowrun-Fan. Oder war, ich habe schon seit 10 Jahren kein Shadowrun mehr gespielt, aber ich habe leider keine Gruppe, die da Interesse hat. Weil die anderen Systeme für mich mehr mitbringen als D&D. Und Schwarze Auge ist natürlich, wo ich herkomme. Und das hat immer einen besonderen Platz für mich. Und ich bin mit der Geschichte von Aventurien aufgewachsen und dementsprechend fühle ich mich da am besten zu Hause und spiele das auch gerne. Und bin auch sehr froh, dass ich auch hier in Amerika Leute gefunden habe, die das mit mir spielen, sodass ich auch zu für mich vernünftigen Zeiten am Wochenende The Dark Eye spielen kann und nicht nur zu so komischen Zeiten mit deutschen Spielern, was dann für mich dann irgendwie mitten am Tag ist. Und der Rest, für den Rest ist es dann spät abends. Also kein typischer D&D-Spieler, nein. Wenn man jetzt mal die beiden Systeme D&D und DSA aus typischer US-Spielersicht, ich weiß nicht, inwiefern du die vertreten kannst, vergleichen würde, also Kampfsystem, Spieltiefe, Welt, ist dann DSA einfach zu mächtig, ja, wie nennt man das, ein zu großer Brecher. Ich hau mal einfach ein Zitat raus, was ich mal, zwar von einem Neuseeländischen, aber jemand, der auch schon sehr, sehr lange international und auch in den USA unterwegs ist, sagte, als er mit DSA zu Kontakt kam, das fühlt sich so an, als hätten das ein Anwalt und ein Mathematiker zusammen entworfen. Richtig. das kann man, glaube ich, so unterstreichen. Also ich meine, ich habe ja mit Schwarze Auge angefangen, wo es nicht viel anders war als D&D. Ja? Also noch recht einfach und da war auch nicht so viel mit rumrechnen. Zwar gab es dann schon die 3W20 bei den Talenten, aber noch keine Qualitätsstufen oder sonst was, sondern einfach nur, ja, geschafft oder nicht geschafft. Das ging noch so gerade eben, ja. Es ist schon recht schwierig, ja. Und das mathematische Können, und wenn ich vom mathematischen Können spreche, dann spreche ich hier von einfachem, eigentlich nur Zählen, also von einfachster Algebra, ist bei den Amerikanern nicht so die Stärke. Ja, also Mathematik wird nicht nur schlecht unterrichtet, es wird auch schlecht angenommen. Ich habe tatsächlich in meiner D&D-Runde jemanden, der Schwierigkeiten hat, seine +5 oder so oder +12 zu seinem W20 dazu zu addieren. Und da jedes Mal mit einem falschen Ergebnis bekommt. Wenn das schwierig ist, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass derjenige besonders gut in Schwarze Auge die Modifikatoren verrechnet und dann noch die Qualitätsstufe mit den Entsprechenden bekommt. Okay. Und Das ist schon der Hammer. Man braucht Leute, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Ja, gut, dann wird es vielleicht klar. Zeit, dass auf den amerikanischen Markt die alternativen Regeln zum Meistern von DSA vielleicht rauskommen. Ne? Die vereinfachten Regeln, die reduzierten Regeln, um so ein bisschen, ich sag mal, Aventurien vielleicht in den USA zu öffnen. Denn wenn man jetzt vom System absieht und mehr so in den Fluff, in Aventurien geht, ich meine, wir können uns alle über das System streiten. Die einen spielen mit dem System, die anderen ohne System. Aber die Liebe zu Aventurien ist es ja das, was uns eigentlich verbindet. Wie kommt Aventurien in den USA an? Denn die Welt ist ja ganz anders als D&D aufgebaut. Das ist richtig. D&D hat ein großes Universum mit im Prinzip austauschbaren Welten und
basiert ja auch viel darauf, dass sie davon ausgehen, dass Leute ihre eigene Welt bauen wollen und haben das dementsprechend alles sehr offen gelassen. Während Schwarze Auge im Prinzip Aventurien ist und die Welt von Aventurien ist. Und Leute wie der Koali, die andere Regeln benutzen, genauso toll den Hintergrund und die Professionen in Aventurien darstellen, wie diejenigen, die offiziellen Schwarze Auge-Regeln benutzen. Persönlich denke ich, die gleichen Spieler, die bereit sind, sich auf die Regeln von das Schwarze Auge einzulassen. Und ich glaube, in Amerika kann man Leute eher mit der Mechanik abholen als mit dem Fluff. Die sind auch bereit, sich auf Aventurien einzulassen und sich den Fluff machen. Die Leute, die nicht bereit sind, diese anderen Regeln anzunehmen, sind wahrscheinlich auch nicht bereit, sich auf den komplizierten Fluff einzulassen. Denn auch der Fluff ist ja nicht besonders einfach in Aventurien. Das sind Häuser, die miteinander verknüpft sind, Staaten, die im Krieg miteinander liegen. Wer jetzt der Böse und der Gute ist, weiß man so manchmal gar nicht und so fort. Und von daher weiß ich nicht, ob man mehr Leute mit den vereinfachten Regeln abholen würde. Der Fluff ist, denke ich, schon sehr ansprechend für die Leute, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Ich glaube, das größte Problem, was Schwarze Auge oder The Dark Eye in Amerika hat, ist tatsächlich die Verfügbarkeit des Fluffs. Und das liegt einfach daran, weil die Übersetzungen halt deutlich hinterherhinken. Schwarze Auge ist eigentlich erst mit der 5. Edition auf Englisch erschienen. Und außer dem Warring Kingdoms und dem Almanach haben wir keine wirklichen Weltbeschreibungen zur Verfügung. Und das ist dann das, wo es dann einfach schwierig wird. Wenn das andererseits ja auch ein bisschen noch die eigene offene Weltfantasie offen lässt. Wobei, ja. Wenn ich mal konkret fragen darf, The Roaring Kingdoms, die streitenden Königreiche, Nostria und Andergast. Also hier wird es ja mit einem typischen Mittelalter in Europa verglichen. Ne? Aber so, was macht der Amerikaner? Geht er dann im Kopf nach Europa und sagt, ja, das war vor Amerika sozusagen, so in Europa? Oder was, also, wie bekommt er da Zugang dazu? Ja. Also Havena ist ja nicht Hamburg in USA zum Beispiel, ne? Nicht, Havena ist auch nicht Hamburg, da möchte ich mit dir nach wie vor streiten. Havena ist, liegt mitten in einem keltischen Gebiet mit keltischen Namen, das ist vielleicht London oder Dublin. Hamburg ist ganz klar Festum, ja? Also da wollen wir ja mal ganz klar die Kirche im Dorf lassen. Das ist nur, weil das mit HA anfängt, heißt das auch, kommt da irgendwelche komischen Fantasien bei Leuten rein. Zu deiner Frage. Natürlich versuchen die, sich in das europäische Mittelalter zu versetzen, ja, oder in ein Mittelalter zu versetzen. So Ritter und Zauberer, Fabelwesen, alles das, was man in den streitenden Königreichen so hat, ist ja eher universal doch vorstellbar. Da haben wir Filme, da haben wir Literatur. Die tatsächlichen Kernpunkte, wo man merkt, dass Aventurien von Deutschen geschrieben wird, ist, wenn es zu den kleineren Dingen kommt. Wenn ich mir ein Frühstück, ein anständiges Frühstück vorstelle, dann habe ich da Brot, frisch gebackenes Brot, Aufschnitt, Käse, ein gekochtes Ei, vielleicht Müsli, ja, oder sowas. Der Amerikaner stellt sich erstmal Bacon. Als allererstes Bacon, als zweites ein Scrambled Egg, also ein Rührei, das gibt es vielleicht bei uns auch noch. Dann frittierte Kartoffeln, warmes Oatmeal, ja, also Hafer,
Schleim und solche Sachen als Frühstück vor, ja? Wenn der Amerikaner ein Bild hat von einem typischen Haus in der Wildnis, dann ist das so ein Pioneer, so ein Pioneer Home, ja, wie es in den Prairies gebaut wird, also aus Holz mit Holz Dach und so weiter, ja, nicht hier so ein Fachwerkhaus mit Schindeldach oder halt ein gemauertes mit Schieferplatten oder sowas. Nein, da stellt er sich so ein typisches Holzhaus, wie wir das aus dem Western kennen. Wenn er sich so ein kleines Städtchen vorstellt, dann stellt er sich so eine Westernstadt vor. Und nicht so wie bei uns so ein natürlich gewachsenes Teil mit ein paar Höfen und dann irgendwo eine Kirche drin. Ja? Das sind so die typischen Unterschiede, wo ich immer wieder merke, Aventurien aus deutscher Sicht beschrieben und oder geschrieben, ja, und auch dementsprechend auch kulturell oft unterschiedlich, weil irgendwie die Leute im Hoheitsreich das gleiche zum Frühstück essen wie wie der Deutsche, wo ich ganz klar weiß, dass Italiener doch deutlich andere Vorstellungen vom Frühstück haben als wir Deutschen. Ja. Und der Amerikaner halt da was ganz anderes vorstellt. Ja? Aber das gleiche Problem habe ich ja unabhängig jetzt von Aventurien, auch mit, wenn ich mit meinen amerikanischen Freunden D&D oder so spiele. Ja? Dass da einfach so typische Assoziationen, die im Kopf existieren, einfach anders sind. Und das macht dann teilweise die Kommunikation manchmal schwierig. Also du musst viel detaillierter beschreiben. Also du setzt einfach weniger Grundwissen voraus, was Architektur oder was halt auch Essen angeht, weil du es gerade erwähnt hast. Ich habe jetzt vor kurzem Fest der Schatten geleitet und das spielt ja in Krango und haben sie auch ein Festessen beschrieben mit Weißbrot und Rindfleisch oder so typische, was für mitteleuropäische oder deutsche Adelige was Gutes gewesen wäre. Da dachte ich, okay, da fehlt der mediterrane Einschlag. Ne? Hab ich genau. Ein bisschen geändert, ja. Aber damit hast du ja mit DSA ja den Vorteil und Nachteil ja gleichzeitig. Ne? Zum einen bekommst du ja als USA oder Amerikaner, ich sag mal, jemand, der gar nicht aus Europa kommt, gar nicht Deutsch spricht, sondern einfach sich nur für das System interessiert und ins Rollenspiel einsteigt, bekommst du genug an die Hand eigentlich, Material, wo du dir viel, viel anlesen kannst, ohne unbedingt auf Literatur über Europa oder irgendwelche Geschichtssachen zurückzugreifen, sondern du bekommst es ja im Detail. Umgekehrt wirst aber auch gleichzeitig damit sehr eingeschränkt und kannst nicht das ein bisschen dir offener ausgestalten und auf die USA übertragen oder so, ne? Ja, aber das ist dann wiederum der Charme. Ich meine, aus dem gleichen Grund, wie vielleicht jemand Legend of the Five Rings spielt, weil er sich mit dieser Japan angelehnten Geschichte spielen möchte, interessiert derjenige, der dann da eintauchen möchte, sich dann auch entsprechend für Aventurien. Und ich kann sagen, mit meiner Gruppe, mit der ich jetzt seit über 3 Jahren jetzt auch schon The Dark Eye spiele, ist genau dieses Interesse eben gegeben, sich da die anderen Kulturen entsprechend zu erschließen. Sollten Sie vielleicht eine Geschichte in Amerika einführen? Ein bisschen europäische Geschichte über DSA, hä? Gut, einer meiner Freunde, die mit Dark Eye tatsächlich spielt, ist tatsächlich Archäologe. Also von daher. Erklärt einiges. Oder? Ja, der hat absolutes Interesse daran. Und ja. Also das sind das Größte, was man bei Aventurien sich vorstellen muss, dass es doch sehr deutschzentrisch geschrieben ist. Und das ist, glaube ich, das ist auch einer der Punkte, die es schwierig machen für andere, mit anderen Sprachen sich da einzuholen. Auch die Namen. Also ich sage hier mein Freund Rode Grimm von Blutbuchenforst, ja. Ist dann, wir haben aufgehört, die Namen überhaupt versuchen zu übersetzen, ja, weil in der Theaterritterkampagne wurde, glaube ich, Jucho von Elkinen zu Widernstoß
Blutpfoten, ja, wurde dann übersetzt mit Remfrast Blattfort oder so, ja, ist es auch, und dann immer wieder anders, ja, Wipflügler wurde dann einmal mit Wipwinger und einmal mit irgendwas anderem übersetzt, weil sie da nie Konsistenz reinkriegen, weil die Namen einfach nicht so unbedingt Sinn machen, ja. Aber da bricht dann sich der Amerikaner ab und dann kommt dann halt ein Rodegrim von Blütbüchen. Aber immerhin. Immerhin, ja. Weil wir haben aufgehört, uns die Namen zu übersetzen, weil es dann einfach keinen Sinn macht, auch die Götter oder so. Namensübersetzungen machen oftmals keinen Sinn. Wenn ich da umgekehrt an amerikanische RPG-Spiele oder englischsprachige RPG-Spiele denke, die dann tatsächlich in Deutschland deutsche irgendwie Städtenamen auf einmal übersetzt haben, wo sich die ganze Community drüber aufregt, warum ist jetzt Ironforge irgendwie aus WoW, ich weiß nicht, wie hieß es auf Deutsch, irgendwas, also ich meine, echt schlecht. Eisenschmiede, ne, so. Oder Stormwinds, Sturmwind und solche Geschichten. Also da gab es ja irgendwie schon. Oder bei D&D halt, Deepwater wurde dann halt mit Tiefwasser übersetzt. Ne? Und wo ich da auch jedes Mal war, ach so. Also, ja, macht keinen Sinn. Man also Namen ich plädiere einfach bei Eigennamen, die Namen so zu behalten, wie sie ursprünglich waren. Denn ich glaube, so viel kann man ja jedem zutrauen. Sachen auf Englisch, Russisch, Japanisch oder Deutsch eben mal auszusprechen, auch wenn es mit einem Akzent ist. Das hat dann halt seinen eigenen Charme, finde ich. Es hat seinen Charme, absolut, ja. Ja, finde ich eine gute Zusammenfassung. Vielleicht könnte man, sollte das jemand von der Ulysses-Redaktion hören, mit in die Hand geben, vielleicht bei der amerikanischen Übersetzung hier und da die einen oder anderen Beschreibungsdetails hinzuzufügen, was denn jetzt ein Fachwerkhaus ist oder wie auch immer. Vielleicht würde das den amerikanischen Spielern helfen, womit wir quasi zum nächsten großen Themenblock kämen. Wenn wir mal theoretisieren würden, inwiefern könnte das deutsche DSA-Spiel oder das deutsche Rollenspiel denn für einen US-Spieler funktionieren? Und was müsste man grundsätzlich ändern? Also wenn ich jetzt das klassische, auch wenn es vielleicht jetzt nach Klischee beziehungsweise nach Eigensichtweise klingt, weil ich es ja betreibe, dieses ambiente Rollenspiel weg von dem taktischen Rollenspiel, oder würden dann die Amerikaner sagen, boah, pff, nee, weißt du, hört sich an wie, keine Ahnung, Seifenoper oder. Ja, das ist die Sache, mit der ich mich jetzt seit fast 6 Jahren auseinandersetze. Also, ich glaube, es gibt genügend Spieler, die das auch möchten und auch können. Und ich habe Kunden gehabt, wo wir das auch gut hinbekommen haben, wo also der Spielleiter mal den ganzen Abend einfach sich zurücklehnen konnte und wie in so einer typischen Mischka-Borbard-Kampagne einfach zuguckt, wie sich die Helden untereinander unterhalten und über die Schwierigkeit ihrer Situation gerade beratschlagen und was denn das Nächste zu machen ist und im Charakter dann auch ihre Theorien aufstellen und gegenseitig austauschen. Das habe ich auch erlebt, ist aber eher selten. Ich glaube, dass allgemein die Erwartung von so einem Rollenspielabend ist, mit der älteren Generation wirklich so eine Art Tabletop-Simulation. Ich möchte jetzt das Wort Dungeon Crawl nicht zu negativ darstellen, aber es artet dann viel in Dungeon Crawl aus. Man hat vielleicht noch so ein bisschen Rollenspiel am Anfang, so bei der Auftraggestaltung und so. Und dann geht es aber dann auch relativ schnell einfach ins Monsterschlachten über. Oder mit der jüngeren Generation, dank Critical Role, die das hier nicht hören werden und dementsprechend ich auch keine Kritik anbringen muss, diese übertriebene, wir müssen alles lustig finden. Ja, alles muss irgendwie, da muss man noch irgendwie einen Witz draus machen können, Mentalität hat. Ja, also
Die das jetzt gerade kennen, dieses Flaggschiff Critical Role, werden sie vielleicht was mit anfangen können. Man sitzt, man hat irgendwie, man spielt seine Rolle, man macht auch dieses Voice-Acting, ja, versucht man irgendwie zu machen, wobei das meiner Meinung nach gar nicht so wichtig ist, solange man die Figur eigentlich so vernünftig darstellen kann. Und dann irgendwo zwischendrin, und man hält das aber alles auf so einem oberflächlichen, lockeren Niveau, wo das alles locker ist, sodass man da nicht zu tief reingezogen wird und ja keine Tabuthemen anspricht. Ja? Aber von das daher, ist, glaube ich, der typische Slapstick-Charakter. Ne? Also Critical Role ist ja nun mal so in den USA sehr, sehr, sehr bekannt, glaube ich. Mhm. Ne? Und ich glaube, nahezu jeder, der irgendwie hat da in den USA von Critical Role gehört, der irgendwie dann auch in Kontakt mit Rollenspiel oder so kommt, ne? Oder ja, die haben halt, die streamen ja für 30.000 Zuschauer jede Woche, ja? Genau, und das hat dann tatsächlich so ein bisschen diesen Acting-Schauspiel-Slapstick-Charakter. Ja, und ja, so ein bisschen so eine Mischung aus Slapstick und Superheld, ja? Und Anime noch da reingeschmissen. Dann hat man das schon also recht gut erinnert. Auch in Deutschland findet man die Schiene, auch vermehrt, auch immer wieder und immer öfter, weil es einfach einen gewissen Unterhaltungscharakter für den Zuschauer mit sich bringt. Ne? Also das ist ja der Unterschied zwischen der Rollenspielrunde im Spieleladen oder im heimigen Wohnzimmer, im Gegensatz zu etwas, was nach außen dringt, was ein bisschen Unterhaltungscharakter hat. Richtig. No. Das stimmt auf jeden Fall. Das hat natürlich was damit zu tun, wo man sich da befindet. Man kann in der eigenen vier Wänden, in einem Raum, wo jetzt nicht irgendwie die Gefahr besteht, dass da jemand mithört, kann man natürlich auch viel tiefer vielleicht reingraben, als wenn man jetzt da so sitzt, wo andere Ohren noch dabei sind, die dann, wo man dann irgendwie nicht weiß, ob man das jetzt unbedingt ansprechen will. Ja? Und aber auch in Deutschland, glaube ich, mit der jüngeren Generation, mit Animes, mit Superheroes und so weiter, ist, glaube ich, auch diese Erwartung, geht auch. Deswegen nimmt, glaube ich, auch D&D immer mehr an Popularität zu, weil da kann man halt den geflügelten Ziegenmenschen spielen und den feuerspuckenden Halbmenschen und den Luftelementar und so weiter, der dann irgendwie der Blutmagier oder sonst was ist, was nicht unbedingt sehr realistisch ist und man auch, glaube ich, als Mensch nicht sehr realistisch darstellen kann, weil es schon schwierig ist, irgendwie Elf oder Zwerge darzustellen, aber dann irgendwie so ein Wesen, was die Welt ja eigentlich ganz anders wahrnimmt, weil es die ganze Zeit fliegt und vielleicht wechselwarm ist oder sowas. Das dann vernünftig darzustellen, kann man, glaube ich, gar nicht. Aber das ist auch nicht die Erwartungshaltung unbedingt der jüngeren Generation an Rollenspielern. Die wollen halt mehr so was Cooles dahin, anstatt tiefen psychologisches Experiment zu betreiben. Aber ich glaube, das ist einfach der Unterschied zwischen High Fantasy und, ich sag mal, dem bodenständigen Low Fantasy DSA, ja, wo wohl einfach Alrik aus Alrikswurt losgeht, um seine Ernte einzuholen und sich plötzlich vor einem Drachen wiederfindet und irgendwas anstellt und dabei überlebt. Ja, aber der Drache kommt ja auch nur ganz selten vor. Ja? Meistens muss man sich ja dann eher mit den Problemen des Bäckers auseinandersetzen, der gerade nicht mehr genug, der irgendwie seine Mehllieferungen nicht mehr bekommt. Und dann geht man zu der Mühle hin und stellt fest, dass dann da irgendwie so ein Halborg oder Goblin, wenn es denn schlimm ist, meistens auch nur ein anderer Mensch, der gerade irgendwie Unfug treibt, den Müller gefangen gehalten hat oder so, oder den Mühlstein verklemmt hat, oder so eine Leiche ist sich in dem Wasserrad von der Mühle verklemmt hat. Oh, Entschuldigung, das war jetzt ein Borwart-Kampagnen-Spoiler. das sind ja die meisten, und dann braucht es Jahre, bis es sich dann zu diesem
klimatischen Highlight wie das Bekämpfen des Schwarzmagiers in der Gorischen Wüste. Ja, bis man da hinkommt, hat man vorher monatelang, jahrelang irgendwie so kleine Puzzleteile verschoben. Ja, manche würden das Altbacken nennen oder bodenständig, ja, während das andere High Fantasy, jede Woche kämpfen wir gegen einen noch größeren Gegner und mit noch größeren Schwertern, die noch mehr leuchten und noch mehr in noch cooleren Farben, ja. Und das ist der Unterschied zwischen D&D und von DSA, und genauso wie die Welt immer schneller wird, wie unsere Computerspiele mehr in Apps übergehen und ein gutes Spiel maximal 5 Minuten dauern darf und nicht mehr 3 Tage, geht's halt weg, geht der Anspruch dahinten, glaube ich, auch immer mehr in die Richtung, wir wollen was nicht so bodenständig ist. Und deswegen verliert, glaube ich, DSA an Appeal für die jüngere Generation einfach. Das war ja eine Wahl von DSA, sich dahin zu entwickeln. Also ich kann mich sehr gut an die 2. und 3. Edition erinnern, wo du so ab Level 8, 9, 10 als Magier einfach mal Horden von Orks weggeblasen hast, ohne Schmerzen. Mhm. Da mussten schon Dämonen kommen, damit du noch mal anfängst zu schwitzen oder zu zucken. Oder bevor der Krieger überhaupt noch mal sein Schwert ziehen musste. Also das war eine Wahl von DSA, sich dahin zu entwickeln, ja, dass es so komplex oder so schwierig wird. Sehe ich aber auch definitiv, dass es damit an Sex-Appeal, nenne ich es mal, für die Jugend verloren hat. Aber ja, da also für einen Teil. Für einen Teil. Es gibt, denke ich, auch nach wie vor Leute, die dieses, ich bin ein normaler, ich bin kein Supermensch, ja, sondern ein normaler Mensch mit normalen Fähigkeiten, die jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen besser sind als der vom Durchschnitt, und mit meiner Sterblichkeit trotzdem versuche, die großen Probleme der Welt anzugehen. Ja. Gibt es immer noch Leute, die sich dafür interessieren, Gott sei Dank. Weil ja, das ist richtig. Kein Spaß mehr. War mal ganz provokativ gefragt an die Zuhörer. Ist die ältere Generation, die das alltägliche Problem im Rollenspiel aufnimmt und bespielen kann intensiv, ist das eine aussterbende Rasse? Oder gibt es davon noch viele junge Menschen da draußen, die sich trotzdem dafür interessieren? Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das mal bei YouTube nachschaut. In den anderen Podcast-Programmen geht das ja nicht, aber ihr könnt ja gerne beim Koali bei YouTube reinschauen, dort mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich tatsächlich interessieren, wieso die Community sich zusammensetzt. Sind wir eine aussterbende Rasse oder gibt es auch noch junge Spieler, die dieses Problem nachverfolgen? Würde das eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass es für den amerikanischen Markt, denn in Deutschland funktioniert es ja wunderbar, also mit all den Abenteuern, die es gibt, die sich auch um kleine Probleme drehen und auch viele Rollenspielrunden, nicht gerade fulminante Weltenbrecher sonstige sind, würde das also im Umkehrschluss bedeuten, dass es für den amerikanischen Markt, um mehr an Berühmtheit und Bekanntheitsgrad zu erlangen, mehr Slapstick, One-Shots, fulminantere Abenteuer bräuchte in Aventurien? Ich glaube schon. Also erstmal bräuchte es mehr Abenteuer. Punkt. Ja, also in den USA, wir haben uns ja vor dem Podcast, bevor wir das aufgenommen haben, nochmal die Liste angeschaut, was es zurzeit in den USA überhaupt erhältlich ist für Schwarze Auge. Das ist leider eine sehr kleine Minute, eine kleine, sehr kleine Auswahl. Dann glaube ich, was wichtig ist und was im Amerikanischen tatsächlich gemacht wird, ist mehr Synopsis am Anfang des Abenteuers, eine bessere Übersicht, wie das Abenteuer strukturiert ist und was in dem Abenteuer passieren wird, anstatt wie diese Abenteuer tatsächlich aufgebaut sind von Schwarze Auge. Aber natürlich, so Abenteuer wie die tatsächlich ein bisschen mehr Bums und mehr Action haben, wäre schon, glaube ich, gut. Also wenn ich mich jetzt so anschaue, Arrivors Doom, wie heißt das auf Deutsch? Der Fall von Arrivor oder wie auch immer. Eigentlich ein
Imposantes Ereignis. Eine ganze Stadt geht unter. Aber was macht man in dem Abenteuer? Ich glaube, der Mischka hat es, glaube ich, gespielt als Zwerg. Man geht irgendwie, nachdem alles zusammengebrochen ist, in die Gänge rein und befreit dann so ein paar Leute, die verschüttet sind und so weiter. Macht also nur so diese Nebenarbeit. Man war nur dabei, nicht mittendrin. Dann wäre ja Kanäle von Krangor besser für den amerikanischen Markt. Da kriegst du ja den Untergang live mit. Das ist so ein Abenteuer. Kanäle von Krangor. Ja. Jetzt habe ich gespoilert. Ja, die DSA, zwei Abenteuer, sowas, ja. Die sind, glaube ich, eher was für den amerikanischen Markt, ja. Also die haben ja auch mich am Anfang abgeholt und reingezogen und mit Blick auf die Zeit mal noch ein Thema kurz angerissen, weil wir vorhin schon sagten, naja, Pietät, Tabus und so weiter ist ja was, was in Amerika groß geschrieben wird als lebendes Beispiel. Bekannter von mir hat auf einem amerikanischen Server gespielt, hat dann Goblin gespielt, in D&D glaube ich was, der sich irgendwie nach einer Schlacht die Kleider runtergerissen hat und in den Pool gesprungen ist zum Duschen, hat er direkt einen Strike bekommen, weil er sich ausgezogen hat, also Nacktszene gespielt hat oder halt das Nudism angespielt hat. Okay, fände ich jetzt als Deutscher nicht mal in einem YouTube-Stream als bedenklich, zu sagen, ich ziehe mich aus und springe ins Wasser, aber okay, wie dem auch sei. Aber jetzt hat ja DSA da nochmal den Top auf den Top auf den Top auf den Top draufgesetzt mit Wege der Vereinigung und Abenteuern dazu und so weiter. Hat das überhaupt eine Chance auf dem amerikanischen Markt oder? Ich denke schon, also nicht jeder Amerikaner ist so, verklemmt. Man muss die richtigen Leute zusammenkriegen. Wie gesagt, in meiner schwarzen Augengruppe, also unsere Spielerin, die spielt eine Raya-Geweihte und die löst alles ich verführe Raya-Dinge. Dinge. Und manchmal, wenn ich Langeweile habe, dann auch. Und von daher, wenn man die richtigen Leute zusammenkriegt, klappt das schon. Ja, und auf so einem Server oder so online, wenn man die richtigen Leute hat, ja. Aber halt in so einer offenen Runde im Laden oder so wäre das nicht unbedingt was. Aber Sexualität gehört natürlich zu Aventurien für mich persönlich immer dazu. Ja, Raya ist eine Göttin, die existiert. Generell der Umgang mit Sexualität von Anfang an beidgeschlechtlich, homosexuell, heterosexuell war nie ein Tabuthema bei Schwarze Auge, schon in der ersten Edition in den 80ern. Und das ist natürlich eine Geschichte, die aber auch in D&D mittlerweile Einzug gefunden hat. Und die Frage ist, wie sehr man das ausspielt. In D&D, in den Publikationen wird das natürlich nie so richtig erwähnt oder Dings, sondern immer nur so angeteasert. Aber dass das jetzt etwas ist, was Aventurien langweiliger oder schwieriger macht, glaube ich nicht. Ich glaube eher, wäre dann die Neugierde, wie sich das darstellt. Also, und so habe ich das dann auch in anderen Playlists, wo The Dark Eye gespielt wurde, dann auch erlebt, dass dann gerade diese Neugierde auf diesen offenen Umgang mit der Sexualität für viele der Spieler dann den Reiz ausgemacht hat, das mal auszuprobieren. Also wenn man die beiden Spiele von den... Sorry? Nee, mach. Wenn man die beiden Spiele von den Romanwelten vergleicht, ist ja da DSA mehr als eindeutig mit unglaublich detailliert beschriebenen Szenen und so. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die D&D-Reihe Saga vom Dunkelelf. Da ist das Sexuellste, was besprochen wurde, dass einmal eine Dame zu einem jungen Herr, ist jetzt egal, welcher Charakter das war, den Satz fallen gelassen hat, für mich ist ein Mann mehr als das, was ihn zwischen unter seinem Lendenschurz ziert. Fertig. Ja. So, ja. Wow. Ja, aber ich wette, Wege der Vereinigung auf Englisch, ja, würde der unter der Lagentheke sein. Keiner hat es offiziell gelesen, aber irgendwo hinten in seinem Regal hat man es und man hat es gelesen. The Dark Market würde boomen. Ja, es kommt wirklich auf den Typ. Ich meine, Sachen wie Game of Thrones haben ja auch letztendlich überwiegend wegen Nacktszenen oder so dann auch oder viel mit den Nacktszenen dann auch die Leute rangezogen oder sowas. Ich glaube nicht, dass das so verallgemeinert werden kann. Es ist definitiv nicht so der offene Umgang mit Sexualität, wie ich ihn aus Deutschland kenne. Ja,
Das ist schon eher ein größeres Tabuthema, aber ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, was die Leute verschreckt. Aber wen das Thema noch mehr interessiert, es gibt 2 Podcasts bereits von neulich in Aventurien zu Sexualität. Genau. Mit Nadine Neinzel sogar als Gast dazu. Also einfach mal die früheren Folgen kurz überfliegen und reinhören, wen es mehr interessiert. Mhm. Ja, genau. Und ich fand, das war auch eine super Überleitung wieder in den Meta-Bereich, denn wir sind schon wieder bei viel zu spät, über 50 Minuten Podcast-Zeit. Deswegen, ich könnte jetzt nochmal Stunden über das Thema weiterreden, weil es mich auch ungemein interessiert. Ich suche ja schon ewig mal eine englischsprachige Gruppe, um mal ein paar Sachen auszuprobieren, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Ich habe ja so 1-2 andere Themen noch. Zum Beispiel Podcast machen mit euch zusammen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Thorsten, dass du dich als Sparringspartner mit Hintergrundwissen oder Subject Matter Expert zur Verfügung gestellt hast. Jawohl. Und natürlich danke an Juli Karls fürs Mitbegleiten heute. Juli hat es eben schon erwähnt. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, natürlich gerne unten drunter in die Kommentare. Davon leben wir auch. Wir brauchen ja Themen für die Zukunft. Also schreibt, fragt, desto mehr können wir für euch Themen produzieren. Und das auf YouTube oder iTunes oder wo auch immer hört, guckt, ob ihr uns ein positives Feedback dalassen könnt. Freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.